Und natürlich das Gemetzel in 2D, handgezeichnet mit Liebe, in Details und ja, geile 2D-Grafiken, 2D-Effekte, ne? Kämpfe und so. Geile gemalte Hintergründe, geile gemalte 2D-Figuren, alles in 2D, sogar Spiegeleffekte in 2D. Ah, einfach nur geil. Die haben sich gesagt, scheiß auf 3D, wir machen alles 2D. Alles. Sogar die 3D-Effekte. Haha, ja, heute wird spannend. Wir spielen das letzte Kapitel noch einmal. Und noch einmal und noch einmal. Bis endlich der Richtige stirbt. Nämlich nicht Cordelia, sondern unser Feuermagier. Oh ja, ich habe noch ein bisschen geübt, ne? Also Magie abgepatcht, updated, ne? Skill Level 20, Level 25, Level 10, Level 15 und so weiter und so fort. Beast Level, Schall Level, was habe ich noch gemacht? Feuer, Wasser. Ich habe fast alles gelevelt. Also wirklich fast alle Zauberelemente, die man leveln kann, habe ich gelevelt, weil ich mir gedacht habe, so, okay, ich muss einen opfern, ne? Der Rest muss dann übernehmen. Ne? Und da gibt es keinen Ersatz mehr. Das heißt, ich kämpfe mit vier Figuren und da kommt keiner mehr. Ne? Bis ich irgendwann wieder die Möglichkeit habe. Ja, wird gespannt. Ich bin gespannt. So rum, genau. Weil, ne? Wir haben jetzt vier Charaktere. Den Narziss, der Typ links im Bild. Unten, links unten, der Typ da, der eine. Mit dem edlen Zwirn. Mit der blonden Mähne hier und dem blauen Mantel. Das ist der Feuermagier. In der Mitte, glaube ich, oder? Es sind leider zu viele Figuren. Irgendwo war Cordelia versteckt oder sie ist gerade nicht dabei. Also Will ist dabei, Gustav ist dabei. Der Axtkämpfer ist, glaube ich, jetzt nicht dabei, ne? Nee. Der Kilmeier, oder wie der Typ hieß, der kommt nochmal im Endgame vor. Richtig geile Socke mit Faustkampf und Magie. Ein Kampfpriester. Der wird übel. Aber den muss man dann irgendwie leveln. Das wird schwierig. Ne? Mit 50 lernt er halt nichts mehr. Schwierig. Ja, und dann sieht man sogar nochmal Gustav und Will. In verschiedenen Altersformen, glaube ich. Wenn es stimmt. Also auf diesen einen Titelbild hier. Ja. Ist das nicht die Cordelia in der Mitte? Die Dame in Rot? Bin mir gerade nicht sicher. Egal. Egal. Fangen wir an, ne? Wo haben wir aufgehört? Wer weiß es noch? Wer hat sich die Lore gemerkt? Frage an den Chat. Frage an den Chat, Hausaufgabe. Wer hat sich gemerkt, was letztes Mal passiert ist? Hm? Ich frage euch. Ist der Sound leise oder laut? Das weiß ich gerade nicht. Weil offscreen spiele ich immer mit leisen Sound. Warte mal. Shit. Warte mal, muss lauter machen. Sonst hört man ja nichts hier. Warte mal kurz. Ich muss lauter noch ein bisschen. Jetzt habe ich es. So. Dass man was vom Spiel hört. So. Okay. Jetzt habe ich es auf 50 hochgestellt. Das müsste mal reichen, glaube ich, mit dem Sound. Ne? Ich kann ja jetzt nochmal den System-Sound lauter stellen. Aber na, mal gucken. Genau. Also. Perfekt. Da sind wir. Dum, dum, dum. Ich mag diesen Titelsong. Wisst ihr, was geil ist an dem Spiel hier? Wenn man da reinklickt. Ah, verdammt, ich konnte es nicht zeigen. Moment. Wenn man im Titelbild reinscrollt. Moment. Ich muss euch das Titelbild zeigen, Freunde. Seht euch das Titelbild an. Das Titelbild alleine schon ist 2D. Wisst ihr, was das heißt? Die Grafik im Hintergrund ist ein gezeichnetes Bild. Wisst ihr, was in dem Hintergrund passiert?
In diesem Hintergrund ist es ein 2D-Hintergrund. Animierte Graseffekte in 2D. Das ist kein 3D, was ihr da seht auf dem Bildschirm. Das ist alles 2D. Der ganze Hintergrund, wo steht der Schriftzug Saga Frontier, die ganzen Grashalme sind 2D gezeichnet. Das ist kein 3D, guckt euch das an. Ach, das ist einfach nur geil. Ich mag das, wie die damit spielen und sagen, wir haben kein 3D, aber wir sind fast noch geiler als 3D, weil wir machen Grafikeffekte, die nur mit 2D funktionieren. Und das macht kein Schwein. Nur die. Also, so viel Detailverliebtheit. Ja, es gibt's nicht. Genau. Wir fangen nochmal in der Prärie an. Kurz vor Kapitelende. Wir kaufen uns noch ein Wassermalett, dann nochmal den Beast-Dolch und dann gehen wir nochmal ganz kurz die Story durch. Ne? Der bösartige Alexei, ne, der uns hier den Vater geklaut hat, die Mutter geklaut hat, die Cordelia geklaut hat, das Quelleier hat er auch nochmal geklaut. Na, richtig ganz fieser Kerl. Ne? Die Geschichte schauen wir uns nochmal an, was der Typ alles angestellt hat in der Vergangenheit. Und dann, ja, dann geht's los in die Stadt der Nacht. Nacht, wie heißt's? City by Night, genau. So, man sieht schon, hier habe ich abgeschlossen, ne? Sieht man. Und das habe ich offscreen gemacht. Also fast 4 Stunden draufgepackt, ne? Um zu leveln, bevor einer meiner Charaktere wegstirbt. Tja, da guckt ihr blöd, ne? Nur Zauberleveln habe ich gemacht. So. Nein, nicht speichern. Ich habe den Taylor gelevelt auf Stein. Auf Beast. Er hat neue Sachen gelernt, die geil sind. Was hat er gelernt? Warte mal. Was hat er gelernt? Den Super Twister hat er gelernt. Ein Axtangriff hat er gelernt. Also den Super Twister. Also Twister. Und jetzt hat er den Super Twister. Als Axtattacke. Muss man sich mal vorstellen. Boom. Von 27 Damage auf 40. Dann hat er noch hier den Angriff. Den Angriff 49, 44. Und er hat nochmal Feuerbestie gelernt. Flächenangriff mit Feuer. Aber das, was unser geliebter Feuermagier nicht zustande kriegt, das hat mein Beastmaster zustande gebracht, ohne dass er Spezialist ist für Feuer. Er ist Spezialist für Stein, Beast und Axt. Er hat ein Beast-Skill gelernt, ein Feuer-Skill gelernt und ein Axt-Skill gelernt. Also, der Typ hier, den ich hier habe, der ist einfach nur, boom, Gold wert. Also der Axtkämpfer, den würde ich nie sterben lassen. Berserk hat er gelernt. Und ich habe sogar mitbekommen jetzt bei dem Axtkämpfer, wenn man den Typ im Duell spielt, merkt man, dass er Klauenhände hat wie ein Wolf und sehr animalische Füße, sehr haarige Raubtierfüße wie ein Wolf. Streng genommen ist er irgendwie ein Wolfmensch oder Wolfmann, keine Ahnung. Also da habe ich die Story noch nicht so richtig kapiert, was mit dem Tyler los ist. Aber der ist schon ziemlich heftig, der Typ. Ne? Gustav natürlich, ich habe den komplett überlevelt. 26 Holz, 24 Feuer. Ja, ne? Ich habe ihm jetzt den Feuerzauber gegeben, weil es gibt nichts mehr, was er lernen kann. Magma, Pune, Wasserhammer. Ja, Wasserhammer mit Wasser und Stein könnte ich jetzt noch machen, aber mehr gibt's jetzt auch nicht mehr, ne? Mit Cordelia habe ich nochmal gelevelt. Auch mit dem Feuermagier habe ich gelevelt. Das Einzige, was der Feuermagier gelernt hat, ne? Unser geliebter Feuermagier, ist ein einziger fucking Zauber. Das ist Schlaf. Er hat einen Schlafzauber gelernt und sonst nichts. Er hat keinen Feuerzauber gelernt, hat keinen Schallzauber gelernt. Er hat nichts gelernt. Absolut nichts. Nada. Nichts hat er gelernt. Er hat einen Schlafzauber gelernt. Ein Holzzauber. Also, da war ich schon ein bisschen, naja. Mit ihr habe ich nichts gelernt. Sie hat mich ausgetauscht und habe die Cordelia reingesteckt.
zum Leveln. Ein bisschen habe ich schon gelevelt, mit die Attribute, ne? 14 Stein, 14 Holz, also ein bisschen gelevelt, aber nicht viel. Und naja, Cordelia hat ja die Giftschallwelle gelernt, ne? Den Donnerblitz hat sie gelernt, ja. 60 Damage, von 44 auf 60 Damage. Wasserdamage, 60. Und dann nochmal die ultimative Pyramide gegen Statuszustände. Also Gift, Stumm, was auch immer. Diese Dinger hier müssten mit diesem Zauber abgewehrt werden können. Normalerweise. Außer vielleicht der Exekutionshieb. Das ist dann das Einzige, glaube ich, was uns da noch gefährlich werden könnte, glaube ich. Stein gab es jetzt leider nichts Neues. Einen Zauber gibt es da aber noch, aber den habe ich leider nicht bekommen. Leider, leider. Gibt es hier nochmal ein Beast-Spell und da nochmal ein Stein-Spell, aber da muss man richtig fett drauf leveln. Da brauche ich dann den Axtkämpfer. Ich habe den komplett vergessen zu leveln. Er braucht mehr Stein und mehr Beast, also 15 bis 20. Und dann gibt es noch zwei Zauber, die ich mit ihm leveln kann. Also, das ist dann seine Aufgabe. Und die Aufgabe von Gustav, nicht von Gustav, von Will, ne? Wenn er 25 Punkte auf Feuer hat, ne? Und dann noch 10 oder 15 Punkte auf Stein und Wasser, ne? Dann lasse ich ihn den ganzen Feuergram hier lernen. Also viel habe ich nicht gelernt mit Feuer, ne? Sieht man ja. Ich musste erstmal den Beastmaster losschicken, dass er Feuer lernt. Bisschen bescheuert, aber naja, okay. Warum auch immer. Also das mit dem Narziss als den Feuermagier als Spezialisten, der dann nichts zustande kriegt. Naja, das war so lala. Ne? Okay, ich habe natürlich ihm die ganzen Sachen jetzt ausgerüstet. Vielleicht lernt er ja doch noch was, aber nee, ich glaube nicht. Natürlich werde ich noch ein bisschen mit Feuer rumspielen. Bis zu seinem Tode. Vielleicht lernt er ja doch noch was. Man weiß es nicht. Zwischendurch habe ich nochmal hier 300 Feuerherzen, Felsenherzen gesammelt. Die ich natürlich auch nicht brauche. Felsenherz brauche ich nicht. Felsenherz brauche ich nicht. Ich habe noch ein Beast-Amulett. Die Pilztrinne werden wir verschenken. Die Hütte werden wir vernichten. Ne, nee, die Hütte habe ich schon vernichtet. Ja. Ich habe hier ganz viel Zeugs verschmissen. Ich habe noch mehr Felsenherz. Ich habe schon wieder so viel Müll gesammelt, den ich eigentlich wieder loswerden müsste. Aber dann müsste ich zurück nach Grügel und das geht nicht. Dann muss ich wieder durch die Wüste. Ne? Ist blöd. Felsenherz, Felsenherz. Ich habe schon wieder so viel Müll, den ich loswerden muss. Es ist schlimm, ne? Ja. Zumindest bin ich die Hüte losgeworden. Das einzig Gute heute. Ab ins Dorf. Mir ist heute ultra heiß. Weil es hat 20 Grad und ich schwitze wie ein Schwein. Boah. So. Eine Wüste umschlossen. Isolierte Stadt namens Vogelfang. Auf Englisch. Vogelfang heißt es auf Deutsch. Warum auch immer. So. Wir gehen erstmal zum Händler. Packen uns hier ein, ne? Das allererste. Batsch hier. Gib mir Money. So. Wir haben 100 Chips. Ja, okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. 1 zu 5. Dann. Was brauchst du? Reparieren? Nee, brauch nicht. Ich brauch Waffen. Gib mir. So. Den Beast-Dolch, den holen wir uns für später mal. Der kostet nicht viel. Einmal. Das teuerste, was die da haben, ist natürlich ein Wasser-Armreif. Der ist verdammt teuer, aber ziemlich cool. Felsenfeuer haben wir gefarmt. Morgentau haben wir gefarmt. Die Windmuschel bräuchte ich eigentlich noch. Und vielleicht noch ein Ersatzding, aber... Bisschen doof, aber... Die Amulette kann ich mir normalerweise überall kaufen. Das ist jetzt nicht das Problem. Also die drei Sachen hier sind jetzt nicht das Problem. Kann ich später nochmal gucken. Streitaxt könnten wir uns holen. Aber wir kriegen später noch eine Streitaxt. Ne? Nur so, by the way. Brauchen wir auch nicht.
Seidentoga, ja, ganz nett. Brauchen wir auch nicht. So, und wir sind pleite. Perfekt. So. Gut, hören wir uns die Geschichte nochmal an, ne? So, was mit dir? Oh, ich war klein, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ein Anima dieses Ausmaßes kann man einfach nicht vergessen. Genau, also die waren hier alle Augenzeugen damals, was der Alexei und seine zwei Brüder angestellt haben hier. So, eigentlich schon in Vergessenheit geraten waren die, was? Als sie eigentlich schon vergessen waren, kehrten sie zurück, völlig am Ende ihrer Kräfte. Und die nächsten Tage stritten sie sich dann ununterbrochen. Naja, nur der Herr und der Werte Herr und der älteste der drei Brüder. Na, ich mache hier jetzt Speedrun, ich mache nur ganz schnell hier Zusammenfassung. Ne? Die anderen zwei waren, naja, eigentlich nicht wirklich dran interessiert. Denen war das egal, die wollten nur die Quellartefakte und pipapo. Ne? Und nachdem die sich gestritten haben, ne, sind die drei Brüder los und haben den Werten Herrn zurückgelassen. So, okay. Der hat auch nochmal eine Geschichte hier. Hey, wie sieht's aus? Seid aber kein Händler. Hm? Vor 15 Jahren, da kamen ein paar Leute hierher. Vier. Kann mich noch gut erinnern. Sie stellten eine Menge Fragen. Über die Wüste und den Megalithen. Genau, das ist dieses mystische Ding in der Wüste. Dieses, wie heißt's? Ruine. Eine Wüstenruine. Das ist ein riesiges Teil, das magisch aufgeladen ist. Orte, über die wir nicht viel zu berichten wussten. Naja, jedenfalls kauften sie dann nur schnell ein und zogen in Richtung Wüste. Tada! Tja. Okay, gut, haben wir das geklärt. Also, wichtig, Wüstenmonolith, ne? Da, wo das Quellei gefunden wurde. Hallo? Hallo? Mein Gott, wo ist denn der NPC hin? Lass mich! Selbst nachdem der werte Herr sich von den dreien getrennt hatte, blieb er noch eine Weile in der Stadt. Wohl, um auf sie zu warten. Und als er schon aufgeben wollte, da kam sie tatsächlich zurück. Allerdings ohne den Jüngsten. Der ging natürlich als erstes drauf. Der zweitälteste hatte keine Hand mehr. Der dritte war komplett gaga im Kopf, ne? Der Alexei war komplett gaga, weil sein Bruder verletzt war, der andere Bruder war tot, ne? Alles zerhackt und zerstückelt, wie auch immer. Beide waren ziemlich am Ende. Der zweitälteste hielt einen eiförmigen Gegenstand in seiner rechten Hand. Aber da beide so mitgenommen waren, aussahen, haben wohl nicht allzu viele darauf geachtet. Genau. Also die eine Hand ist explodiert, glaube ich, ne? Also das Ei schlürft Mana-Energie, also Anima. Und wenn der Benutzer dieses Quelleis nicht die magischen Fähigkeiten hat, dann zerreißt hier die Körperteile von einem. Also ganz schlimme Nebeneffekte von dem Ding hier. Ja. So. Der Edelmann hat ein Ei aufgehoben und es gesagt, das sei nix für Idioten wie euch. Und Freunde beschimpft man doch nicht, oder? Sie hatten gestritten. Genau. Nochmal hier die Reihenfolge muss ich mal richtig beachten. Nach dem Zwischenfall verschwand der Herr, kaum dass er seine Sachen gepackt hatte. Der Älteste wurde zur Verantwortung gezogen und eingesperrt. Aber er brach raus und seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Ende der Geschichte. Ja toll, das Ende gespoilert. Nee, warte mal. Falsche Reihenfolge. Während des ganzen Chaos bemerkte der Edelmann etwas Eiförmiges in der Hand des jüngeren Brüders. Sein Anima wurde von diesem Quell gefressen, schrie er. Er benutzte sein Metallschild als Schutz und schlug dem Bruder das Ei aus der Hand. Dann sprühte sein Anima förmlich aus dessen Körper. Und so sah es aus, als würde er auseinandergesprengt werden. Puh, Explosion. Puh. So, was ist du noch? Ich wollte damals den verwundeten Bruder verarzten, aber sobald ich in seine Nähe kam, rastete er völlig aus. Er benutzte nicht mal Instrumente, also magische
Waffen, ne? Magische Instrumente sind Waffen hier. Trotzdem ließ er einen Spruch nach dem anderen los. Ich habe sogar Namen davon. Guck mal. Ich bin heilfroh, dass ich da lebend davongekommen bin, ne? Aber unter den Bewohnern gab es viele, die umgekommen sind. Ja, also wir merken hier, der eine ist durchgedreht, hat alle Dorfbewohner töten wollen. Dann kam der Edelmann und hat mit einem Metallschild, ein animaresistentes Material in dem Spiel, den Typ die Hand, das Ei aus der Hand geschlagen. Und danach ist der Typ zerplatzt. Ne? Weil er so viel Quellmagie in sich hatte, dass es ihn förmlich zerrissen hat. Ne? Das Ei wollte Anima haben und ne, dann ist das Ding aus der Hand gefallen. Naja, das hat ihn dann leer geschlüpft und dann ist er explodiert. Ja, interessante Geschichte. Und dafür wurde dann der älteste der drei Brüder, der überlebt hat, ne, in den Knast gesteckt und ist dann geflüchtet. Ne? Und Wills Vater, der Edelmann, der ist mit dem Ei abgehaut. Angeblich. Ne? Und das wird dann nochmal spannend. Nein, Dinge und so. So, das ist das Gästebuch von damals. Wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch an mich. So, also Henry Knight ist der Vater von Will. So, ein hochgewachsener Edelmann. Die Leute schienen ihn zu mögen, im Gegensatz zu den anderen, die hier weniger willkommen waren. Ach, ihr seid der Sohn vom Edelmann. Hm, stimmt das? Naja, egal. Er hat eine Notiz hinterlassen. Wollt ihr sie lesen? Sehen? Ja, her damit. So. Ruine gefunden, ohne Zweifel. Es ist der Megalith. Irgendwas stimmt aber nicht. Drinnen. Habe einen Bleisack gefunden. Unsere Ausrüstung reicht nicht aus. Wir ziehen uns zurück. Vorerst. Der Megalith in der Wüste des Südkontinents. Ein Bleisack. Es ist unnatürlich. Sage der Expedition ab. Also schon mal hier ein Megalith. Eine Ruine von einem, wo Quellartefakte sind, auf dem Südkontinenten, ist nicht üblich. Nur auf den Nordkontinenten. Und das ist hier das Mysterium hier. Und ein Bleisarg. Sehr, sehr mysteriös. Gut, ich muss aber also zum Megalithen. Ja, okay. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz die anderen. Alexei, Nikolai, Peter Zergen. Peter Zergen war der Jüngste von denen, ne? Der Jüngste von ihnen, klein, aber unglaublich angeberisch. Genau wie der Älteste. Er wurde am meisten verachtet von den Bewohnern. Er kam nicht mehr aus der Wüste zurück. Ich frage mich, was da wohl passiert ist. Ne? Den hat es als erstes zerrissen wegen dem Quellei, ne? Die hatten keinen Plan, was sie da überhaupt machen bei dem Bleisarg, ne? Und hat es den ersten gleich mal zerrissen. So, Nikolai, der mittlere Bruder von den dreien. Er war gut gebaut, schien aber ein bisschen dumm in den Kopf zu sein. Also er war ein bisschen blöd im Kopf. Da konnte er nicht wirklich gut Magie beherrschen. Das war sein Untergang, ne? Weil wir haben mitbekommen, wenn man Magie benutzt, das Quellei schlürft hier das Mana aus, also das Anima, muss man die Magie beherrschen, sonst zerreißt es einen. So, und der Älteste, der Serge, hatte immer was an Henry auszusetzen. Er hatte ein großes Mundwerk, aber als der jüngere Bruder Amok lief, hatte er sich irgendwo versteckt. Wahrscheinlich war er nur ein Schwächling. Genau. Und das war die Geschichte. Anfangs war er der Schwächling, ne? Und wenn wir jetzt in die City by Night gehen, kriegen wir dann mit, ne? Er hat sich gewandelt mit dem Quellei. Und er hat da seine Mörderbande aufgestellt. Und die ist schon ziemlich heftig, ne? So, ich muss mal gucken. Magma-Amulett, Hut, Axt, das. Jetzt ist halt die Frage, was mache ich mit Narzis? Nämlich der Typ hier wird unser Main-Charakter heute. Wasserholz, Holzbestie, Stein, Holz, Feuer,
ganz nett, aber schwierig. So viele Möglichkeiten habe ich mit ihm nicht, ne? Eigentlich fast keine, weil er zu blöd für alles ist. Ich bräuchte eigentlich Schall und Feuer. Ja, das wird ein bisschen schwierig, weil so viel Schallgedöns habe ich leider nicht. Ich habe noch die Windmuschel, die habe ich jetzt schon dreimal benutzt. Die wird irgendwann kaputt gehen, das ist schlecht. Kostet mich leider. Holz, Biest. Wasserholz. Boah. Wasser brauche ich jetzt keins. Nee. Wasser ist überbewertet. Brauche ich nicht. Nee. Biest. Habe ich schon. Eine Rotkappe vielleicht noch. So, zack, dass er mehr Panzerung hat. Biest, Stein, Holz, Wasser, Feuer, Holz. Schall. Da können wir mal gucken. Wegen Zaubern. Schallbrenner, wichtig. Schallfeuer. Steinfeuer. Ja, okay. Huschfeuer, ja. Was noch? Wasser haben wir jetzt nicht, das kann weg. Lebensauch. Ja, von mir ist. Obwohl, er kann hier Biest, Feuerbestie beschwören. Ganz nett, ja. Ganz nett. Dann noch vielleicht hier Regener, können wir auch mal einballern. So, das. Schwert brauche ich nicht. Weg damit. Heilregen, Schattenband, ja, ganz nett. Eigentlich braucht man nicht so viel für ihn, ne? Er geht so oder so drauf, das ist wurscht, ne? Ich will noch mal gucken, ob ich irgendwas noch mit ihm lerne bei den letzten paar Kämpfe. Aber sonst, ne? Brauche ich ihn jetzt nicht mehr. So, wir haben gespeichert. Wir haben alle Waffen. Alle Waffen? Alle Waffen. Ja, okay. Moment. Jetzt habe ich hier meinen ganzen Charakteren die Ausrüstung weggemopst. Die Heilerin kriegt ihren Heilring. So, Will. Was mache ich mit Will? Feuer? Stein? Achso, ich wollte den Wasserhammer mit ihm noch lernen. Warte mal kurz. Kriegt er noch, ja, komm. Das kriegt er noch, das kriegt er noch. Feuer, Wasser. Stein, Schall. Ja. Weihwasser, Wasserholz. Das Robbentöter haben wir auch noch drin. Wasserhammer. Passt schon. Habe ich jetzt Stein? Ja, habe ich. Okay. Stein, Feuer, Wasser. Schall. Ja. Den Rest sehen wir dann. Das ist im nächsten Kapitel erst. Das ist jetzt nicht so wichtig. Das Holz. Medusa, da war ja was. Das wollte ich auch nochmal leveln. Habe ich jetzt Stein? Habe ich nicht. Nein! Ich habe keinen Stein. Nee, doch, ich habe Stein. Passt schon. So. Axtkämpfer. Ja, der braucht nichts. Der hat Feuerstein, Bestie und der Typ ist dann glücklich, wenn er einfach nur seine drei Sachen hat. Der braucht nichts hier. Da Steinbestie. Zack, fertig. Mehr braucht er nicht. Er braucht drei Sachen und fertig. Der Typ ist einfach nur geil, weil er braucht nichts, ne? So. Spiel. Mach keinen Scheiß. So, jetzt aber. Story. Leute. Der Wüstenmegalith. Die Ruine in der Wüste. Und man sieht auch diesen komischen Strudel hier. Oben. Dass da irgendwas nicht stimmt. Ob das jetzt magisch ist oder Naturphänomen, was da in der Ruine abgeht. Ich habe keine Ahnung. Aber es wird ja berichtet, dass ein Wüstenmegalith oder jeder Megalith, den es gibt, da gibt es Quellartefakte. Und in jedem Megalith ist eine riesige Ansammlung von Anima, also von Mana-Magie. Ne? Und das ist hier komplett weg.
Man hat hier einen komischen Sarg, wo das Ei drin war, und sonst gibt's hier nichts mehr. Ist richtig mysteriös. Abstoßend. Eigenartig. Gewöhnliche Megalithen sind wesentlich schlichter. Mir wird hier ganz schlecht. Lass uns schnell verschwinden. Das Egg war vermutlich in diesem Sarg drin. Tja, ich glaube, aus bestimmten Grund hat man dieses Ei, dieses Quellei, in diesem Sarg reingestopft, ne? Dass es nicht benutzt wird, wahrscheinlich. Ich kann einfach kein Anima spüren. Seid ihr sicher, dass das hier ein Megalith ist? Ja, der Feuermagier sagt schon, ne? Megalithen sind voller Anima-Magie. Was hier nicht der Fall ist. Durch das Quellei, ne? Da haben wir ja die Geschichte gehört. Das Quellei saugt Anima-Magie aus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Quellei den Megalithen komplett leer gesaugt hat. Das wäre krank, oder? Man stelle sich die magische Energie vor. Boah. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die auf den ganzen weiten Weg hierher ganz umsonst gemacht haben. Sieht so aus, ne? Tja. Aber dieser Alexei, ne? Der muss uns ja unsere Fragen noch beantworten können, oder? Tja, und jetzt deswegen geht's ab Richtung die Stadt bei Nacht. Nochmal kurz speichern. Der finale Speicherpunkt hier. Und dann geht's los mit. Nicht mit Cordelia, nein. Nicht im Vergnügungsviertel mit Cordelia, sondern mit den Narzis. So, wo haben wir's denn? Wüsten-Megalith. 3 bis 4 Stunden. Farmen und Leveln. Leute, es ist krank. So, speichert. So, Spiel fortsetzen. Ja, die Bande von Alexei. Mill versucht in die Nähe von Alexeis Zergen zu kommen, zu gelangen. Jedoch, dam dam dam, Plotwist. So, wir fahren dann wieder in der Stadt Finney an, ne, die Hauptstadt des Königreich Finney an. Da wohnt der Vater von Gustav, ne, der König, in der Stadt Telm. Telm heißt das Ding, ne? Das hatten wir schon mal. So, deswegen sage ich doch, dass ich gehen sollte. Okay, will vorgehen, ne? Naja. Mein Gesicht kennt er ja blöderweise. Allein werde ich dich da trotzdem nicht gehen lassen. Joa. Schwierig. Wen suchen wir uns denn aus? Tyler. Wollen wir, dass Tyler stirbt? Mächtigste Axtkämpfer aller Zeiten. Nein. Schnuschu, Cordelia. Nein! So, wir lassen hier unseren Feuermagier ins Messer rennen. So, was? Ich bitte darum, Herr Narzis. Was? Du willst, dass ich bei Alexei mich einschleiche? Boah. Gefallen tut mir das gerade nicht, aber ja. Ich werde helfen. Danke! Yay! Langsam interessiert es mich auch, was es mit diesem komischen Ei auf sich hat. Ich werde mal vorgehen. Oh, wisst ihr eigentlich? Narzis ist eigentlich der perfekte Spion. Wisst ihr wieso? Narzis macht jedes Mal den Wild nieder. Das macht eigentlich Cordelia nicht, ne? Also, der Narzis macht jedes Mal den Will fertig, weil er ihn für einen schwachen Butler hält. Einen Magier-Butler. So, was gibt's denn Schönes? Hast du was Schönes für mich? Irgendwas Schönes. Jagdbogen. Was ist denn das? Feuerbogen. Nee. Magierrobe. Passt nicht. Ja. Kampfmagierrüstung wäre cool, aber die ist teuer. Nee. Funkenspeer wäre cool. Ah. Feuerzauber. Feuerzauber müssen wir noch lernen, da braucht man aber mehr Feuerwaffen und so, ne? Was darf sein? Der hat auch nichts Neues, ne? Mistelzweig-Amulette, Magma-Amulette.
Windmuschel wäre jetzt cool, aber naja. Ich will jetzt nicht zu viel Kohle ausgeben. Ich weiß jetzt nicht noch, was jetzt noch kommt, außer das Finale. Mit dem Alexei. Kommt ja noch. So, wir gehen jetzt nach. Wo gehen wir hin? Nach Bestia, genau. Ins Butlerdorf. So. Da, wo die Ruinen von Hahn waren. Ja, wer es noch weiß. So, was hast du für mich? Bleib stehen! Ich mag diesen angeberischen Typen nicht in der Kneipe. Okay. So, was hast du zu quatschen? Hi. Ah, schon mal was von Anklopfen gehört. Hey, weißt du was von Alexei? Ach, der. Alexei, der war früher nichts weiter als ein Feigling. Er hat sich immer durchgeschummelt. Mhm. Aber seit er dem das komische Eck hat, hat er sich irgendwie verändert. Tja, also dieses Eck boostert ein bisschen hier das Selbstwertgefühl oder Sicherheitsgefühl, ne? Weil er ja dann so mächtig ist. Diese Rüpel! Ich hoffe, sie verschwinden bald aus der Stadt. Ja, passt schon. Was mit dir? Man soll ja Menschen nicht nach ihrem Aussehen beurteilen, aber dieser Alexei, ein Bösewicht. Ja, ja, das ist ein Bösewicht. Habe ich schon viele Digger in dem Dorf gesehen, aber so ein nervtötender. Der ist mir noch nicht untergekommen. Ja. Gehst du auch zu dem? Nein, ich habe doch gar nichts getan. So, gibt es noch irgendwelche Gegenstände? Narziss ist fertig ausgerüstet, ne? Ja. Nina, die Heilerin in der Truppe. Ah, Gustav, nee, brauche ich jetzt nicht. Kelvin, Annie, Tyler, fertig ausgerüstet. Cordelia müsste ich nochmal gucken. Hat Cordelia eigentlich nichts? Ah, doch. Sie hat den Holzspeer, den Jagdbogen. Das kann man so lassen, oder? Ja, passt schon. Wir müssen dann halt nochmal umrüsten. Zu gegebener Zeit. Wenn uns der Feuermagier wegstippt, ne? So, gibt's hier noch irgendwas? Den Jagdbogen gibt's noch? Was sonst? Brauche ich hier nichts. Also Vestia habe ich irgendwie schon alles. In Telm könnt ihr nochmal gucken, irgendwann mal, ne? Hier haben richtig geilen Scheiß. Ja, und hier kriege ich halt die Windmuschel. Ja, die wäre ziemlich geil. Bestien-Amulett wäre auch geil. Ja, die zwei Sachen. Aber ich will jetzt mein Geld sparen. Ne? Irgendwann werde ich wieder farmen. Jetzt nicht, ne? Ich habe so viel gefarmt, ich habe schickige Augen, ne? So, los geht's. Will hat eine Vision. Was war das? Dieses Gefühl, irgendwo hier. Ja, ja. Der hat jetzt schon eine Vorsehung. Was passiert mit? Hey, was geht? Hey, Bursche. Was mit dir? Hallo? Ne? So. Quatschen wir mal. Seid ihr Alexei? Was willst du? Ich möchte mich anschließen. Ich heiße Will. Aber sowas muss ich aber. Was? Sowas musste Meister Alexei erzählen, nicht mir. Hey, Kleiner, ich bin Alexei. Oh Gott, ich heiße Schnauze. Ich hab schon gehört, wie du heißt. Also, du bist jetzt hier das Mädchen für alles. Ist das klar? Ja, Sir. Wollt ihr wirklich so eine Knirps aufnehmen? Der verringert doch nur euren Anteil. Dann willst du das auch, was? Der Depp für alles sein, hm? Na gut, lass uns aufbrechen. Wohin gehen wir denn? Wirst du schon sehen. Tada! Let's go! Speedrun incoming! Die Stadt bei Nacht. So. Ich glaube, da werde ich einmal abspeichern, ne? Nur um sicher zu gehen. Also, hör zu. Hier muss ein alter Katz wohnen. Der hat ein Quellamulett bei sich. Holt mir das Teil her. Aber zack, zack. Okay. Aber, Kleiner, du bleibst mal hier. Nicht? Hast du mir nichts zu erzählen, Sohn von Henry? Nö. Du weißt es? Natürlich.
direkt beim ersten Mal, als ich dich gesehen habe. Sohn von Henry. Ach, verdammte Scheiße. Alexei, du Bastard, du hast das Ei geklaut. Und noch viel schlimmer, du bist der Mörder meiner Eltern. Ja, ja, ja. Amen, Märchen. Tch. Außerdem habe ich das Ei nicht geklaut. Nicht ich und meine Brüder, ne? Wir haben es gefunden. Meine Brüder sind dabei draufgegangen. Und dein Vater hat das Ei geklaut von uns. Dam, dam, dam. Eine Lüge. Mein Vater war kein schlechter Mensch. Tja. Was doch noch in den Windeln? Nicht ich habe deinen Vater getötet, sondern deine Mutter. Eine Lüge. Wieso sollte meine Mutter meinen Vater umbringen? Ja, weiß ich das denn? Kannst du dich nicht mehr erinnern? Du warst doch dabei. Als Katharina den Henry erstochen hat. Eine Lüge! Eine Lüge! Lüge! Ja, ja, leg dich ab. Jetzt kommt die Erinnerung an, ne? Vergiss wohl gern das, was dir nicht in den Kram passt. Z. Aber was interessiert's mich? Sperr mal deine Lausche auf. Wenn du mich weiterhin verfolgst, dann, ja, werde ich dir den Marsch blasen. Dam, dam, dam. Der Will komplett am Boden zerstört, ne? Will, Will, reiß dich zusammen. Will, meine Mutter, warum? Will, was hat er dir erzählt? Will, ruh dich erstmal aus. Hoffentlich kommt Narzis alleine zurecht. Ja, jetzt wird's spannend, ne? Wir spielen einen Magier. Keinen Krieger oder so. Einen Magier. Zum Glück hat er noch gelevelt, bevor ich hier nochmal gespielt habe. Er hat 450 HP. Es ist mehr als Cordelia. Nur so, by the way. Ja. Ne? Wisst ihr Bescheid? Der hat mehr HP als Cordelia. Und auch mehr. Warte mal. Hat er mehr LP? Er hat mehr LP als Cordelia. Und mehr HP. Das ist schon mal gut. Mana ist wurscht. Braucht man nicht. So. Einmal ein Safe State hier. Hoppla. Sorry. So. Ist der Chat noch aktiv? Sind schon alle eingeschlafen? Von meinem Gelaber. So, Vergnügungsviertel mit Narzis. Let's go! Hi, was willst du? Über den Alten und das Quell. Was? Ja. Er hieß Kisk und war Stammkunde in der Bar. Genau, Stammkunde in der Bar. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie war die Kombi? Steinfeuer-Kombi? Schallfeuer-Kombi? Holzfeuer-Kombi. Okay. Feuerbeast. Ja, okay. Wir können mal Feuerbeast probieren. Schallfeuer. Ah, wir müssen hier. Ach, shit. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Wir müssen ja noch ein Duell machen hier. Okay, Raya ist noch da, perfekt. Die Hauptsache, die einzige, die die Story interessiert, glaube ich. Feuerbeast. Feuerbeast ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben leider keine richtigen Schall-Artefakte hier, das ist ein bisschen blöd. Aber wir können trotzdem noch ein bisschen Feuer leveln. Feuer und, keine Ahnung, Feuerstein. Huschfeuer. Ich weiß. Nee, wir brauchen Feuer. Feuerstein, glaube ich. Das mit Schall können wir vergessen, ne? Waffen sind schon zu kaputt, ne? Also, das wird nichts. Aber Feuerstein müsste sich noch ausgehen. Feuerstein. Hallo? Holz? Feuer? Nein! Jetzt habe ich kein Stein. Ja, Gott. Habe ich denn? Nee, habe ich nicht. Ja, läuft. Habe ich es wieder verkackt hier.
Sehr gut. Was soll's? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Felsenherzen. Wir können uns was leisten. Feuer. Stein, oder wie das? Steinfeuer? Steinfeuer. Okay. Erster Kampf. Let's go. Duell. Zeit für ein Duell. Ey. Eskalation. Erster Kampf des Tages. So, nach einer Stunde. Hier kommt Nazis. Und er hat Feuer mitgebracht. So, Stein. Feuer. Wo haben wir es denn? Stein. Felsenherz. Feuer. Eskalation. Nochmal. Stein. Feuer. Burn. Verbrenne. Ey, nicht schlagen. Magma-Harpune. Explosion. Was? Der lebt noch. Ey. Stirb. Was? Ah, jetzt ist er hin. Perfekt. Nice. So kriegt man Kohle, Leute. Indem man Verbrecher auf der Straße verprügelt und nach Geld fragt. Einfach so, ne? So, wir müssen in die Kneipe, aber vorher quatschen wir nochmal kurz mit. Ne, warte mal. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen, auf meine Lösung. Ich wollte alle Items einsammeln, ne? Alle Items einsammeln, dann mit dem Jungen quatschen. Mir die Streitaxt holen. Wir haben noch eine Streitaxt, Leute. Streitaxt von der Oma. Wir holen uns erstmal die Streitaxt von der Oma. Dann quatschen wir mit dem Jungen. Dann holen wir uns den einen Händler mit seiner Katzenträne. Dann rennen wir zurück, gehen aufs Dach, machen das Licht aus und dann geht's los. Genau. Also wir müssen alle Dialoge triggern und wenn's klappt, dann klappt's. So, nee, Spiel. Wo ist denn das Spiel hin? Warte mal kurz. Hier, machen wir den Mega... Ah, kann ich mit ihm quatschen? Nee. Hit mit den Alten, aber Dali, okay. Das ist jetzt wurscht. Da kann ich nicht viel tun, leider. Jetzt machen wir den Speedrun. Erstmal zur Oma, ne, wegen der Streitaxt. Die will ich mir zuerst holen. Dass ich die von der Liste abgehakt habe. Die Streitaxt im Schrank. Also eine Oma, die eine Streitaxt im Schrank hat, ist schon ziemlich geil, ne? Stell dir das mal vor, ihr habt eine Oma. Und ihr habt irgendwo Probleme mit einer Nachbarn. Oma, kann ich mal kurz mal die Streitaxt ausleihen? Ja, ja, mach nur. Hier, da. Denkst du so, what the fuck? So, Junge, pst, sonst findet mich noch jemand. Geh weg. Pst, pst, geh weg. Okay. Ich konnte den Dialog jetzt noch nicht triggern. Blöd. Okay. Quatsch mal mit ihm. Gib mir mehr die Katzentrainer, ne? So. Ja, ich habe was Seltenes dabei. Eine Pilzträne für dich. Oh, nice. Ein Katzenauge. Tada! Danke.